So, willkommen hier zu einer weiteren Folge von Overwatch. Hallöchen auch. Und zwar noch ein bisschen weiter düdeln hier. Brawler Woche wäre interessant. Mache ich jetzt aber nicht. Und zwar sieht es im Moment so aus: drei glorreiche Halunken, denn eine richtige Kelle machen es unter sich aus. Helden, McCree, Reaper und Roadhog. Also im Prinzip alle drei irgendwie so ein bisschen leicht schräge Typen. Ne? So ein leicht ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen egoistisch. Also ein bisschen, ne, so ein bisschen eigensinnig, wie heißt es? Alleingänger. Keine Ahnung, wie es heißt. Mache ich jetzt gerade mal nicht, weil das Suchen wahrscheinlich mal einigermaßen lang dauern könnte. Ich werde nochmal eine Runde Schnellsuche machen. Bin im Moment hier auf der Rangliste 43, war zwischendurch auch wieder 44. Schwankt irgendwie ständig. Und zwar, ich werde jetzt hier einfach mal Schnellsuche machen, weil ich nochmal ein paar andere Helden irgendwie so ein bisschen probieren möchte. Ich habe jetzt ein bisschen mit Ana gespielt, was mir stellenweise ziemlich gut gefallen hat. Zumindest gab es ein Match, was ziemlich gut funktioniert hat. Natürlich, also das Übungsgefecht, ne? Ich habe auch mal mit Hanzo jetzt ein bisschen gespielt und bin mit ihm eigentlich auch ziemlich gut klargekommen. Von daher, das würde ich jetzt gerade mal machen. Jeder Tod. Der Kerl ist ja jetzt schon ein bisschen mit im Spiel drin, beziehungsweise der ist, glaube ich, von Anfang an dabei gewesen, oder? Doch Genji kam später, der ja Hanzos Bruder ist, meine ich. Und ihn gab es schon von Anfang an. Aber, was er so kann, er ist halt ein Bogenfritze, ne? Also er hat einen Bogen hier. Natürlich, wie jeder, hat er auch einen Nahkampf. Aber er ist halt ein Bogen und mit ihm kann man einigermaßen viel Schaden machen. Wie viel der Bogen letztendlich macht, kann ich gerade mal nicht genau sagen. Das war halt genau die falsche Taste. Ja, schön erstmal eingekostet werden. Er hat auch so einen Schuss, also er hat drei verschiedene Schüsse, die er machen kann. Wenn man spielt, also drei verschiedene Spezialschüsse, der eine ist die Ult. Kennt man ja hier die Drachen, die da dann sich so verschlingen und quasi in einer geraden Linie durch das ganze Level dann durchfliegen. Das ist das eine. Das ist aber halt die Ult, das ist so ziemlich das Stärkste, was man haben kann. So, Mr. Hansmann, wo sind sie denn? Da. Mit ein fürchterliches Team. Wow. Irgendjemand muss einen Tank machen. Das wird uns gar nichts. Da. Da oben ist eine Pharah. Vor allem, wenn man hier irgendwie in das Spiel reingeworfen wird, ne? Eigentlich war es so schlimm. War das eine Pharah? Doch, es war eine Pharah. Es ist schön, wenn man einfach so ins Spiel reingeworfen wird. Der eine Schuss auf Shift ist eine Taste, dass man die Gegner da sehen kann. Das heißt, dass man die, ähnlich wie Widowmaker, dass man die durch die Wand sieht. Und auf E ist das ein Schuss, der von Wänden abprallt. Was ganz gut benutzbar ist. Vor allem, der wird dann halt, der eine Pfeil teilt sich in mehrere Pfeile auf. Macht dadurch allein schon mehr Schaden. Das heißt, man kann das auch stellenweise einfach mal schon benutzen, um viel Schaden zu machen. Aua. Oder man schießt halt um die Ecke. Also wenn jemand in den engen Gang flüchtet, also hier rechts zum Beispiel jetzt, dass man dann einfach da so einen Pfeil reinsetzt und dann trifft man auf jeden Fall. Also das ist dann schon ganz cool. Damit kann man relativ gut Leute, die wegrennen, halt doch noch kriegen. Behaupte ich einfach mal. Oder mal, wie gesagt, jemand steht da, jemand dickes, irgendein Tank. Das ist schon mal falsch. Ein Tank steht da. Und dann kann man quasi einfach vor dem auf den Boden ziehen. Achso, und hoch klettern kann er auch. Einfach vor hier auf den Boden zielen und dann teilt sich der Schuss halt auf. Und quasi statt einem Pfeil treffen dann halt vier oder fünf Pfeile. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Und dann macht es halt entsprechend mehr Schaden. Es kann doch nicht sein, dass ich zweimal Gold habe, wo ich doch nichts gemacht habe. Und die Ult ist bereit. Yay. Achso, und eine Fähigkeit, was er hat. Er kann klettern. Das heißt, er kann jetzt hier einfach so rauf. Kann keinen Doppelsprung, so wie Genji, aber hat ein gewisses Maß dieser Kletterigkeit. Autsch. Ult komplett vergeigt. Bei der Ult denke ich auch ständig, dass ich da nochmal extra abfeuern muss. Ah, stimmt gar nicht. Dann muss man auf Q drücken und dann in dem Moment zieht er den Bogen halt voll durch. Das muss ich nochmal ein bisschen lernen, vielmehr. Wie gesagt, ich habe ihn jetzt, keine Ahnung, halbe Stunde gespielt, Gesamtzeit vielleicht. Wobei man mit ihm halt ziemlich cooles Zeug gefühlt machen kann. Mit ihm kann man ziemlich genau zielen. Um die Ecke jetzt. Aha! Oh, schade. Also mit ihm kann man schon einigermaßen gut spielen, wenn man es denn kann. Und man kann damit auch einigermaßen viel reißen. Also er ist zwar ein defensiver Held, oder wird er gesagt als defensiver Held? Oh. Sie haben einen Teleporter. Ja, mal, das ist... So, ja, es ist zwar ein defensiver Held, aber ihn kann man auch einigermaßen offensiv spielen, sagen wir es mal so. Ach, fuck, ey, es ist... hallo?
Na, wo ist er? Hallo? Da drinne? Na, wo ist er? Das ist hier wieder eine... Geht an den gleichen Ort wie vorher, das ist toll. Deswegen stirbt er halt schon wieder. So. Ach, guck mal, da drin ist jemand. Ja, das hat jetzt getroffen. Was bei ihm halt ein bisschen ungewohnt ist, dass man mit ihm halt erst... Also man kann mit ihm halt nicht sofort schießen. Man muss halt erst... man klickt den Schuss, dann lädt der Bogen sich jetzt auf. Das heißt, man muss quasi sich schon mal sicher sein, in einer Sekunde will ich einen Schuss abfeuern. Oder in der nächsten Sekunde will ich da irgendwas haben. So, ich hoffe mal, das geht. Wahrscheinlich steht da keiner. Die Richtung stimmte zumindest, weil das ein bisschen hoch war. Auf dem Ziel steht mein Name drauf. Und hier ist aber auch keiner, ne? Es scheint, au, das... Warte mal, hätten die Geschütze davon nicht weggehen müssen? Mal ganz ehrlich, von meiner Ult, hätten die davon nicht beseitigt werden müssen? Das ging ziemlich flott. Noch einmal von vorne. Weil meine Ult geht komplett durch die Wände durch. 60 Sekunden. Huh. So bin ich verdammt overpowered. Ich weiß es nicht. Los, Bewegung. Der Drache sieht uns. Huh. Da ist gerade mal keiner. So, der Reiner ist tot. Yay! Na, immerhin. Und wie gesagt, mit ihm kann man einigermaßen gut snipern, auch wenn es halt eigentlich nicht, oder er zählt dort, glaube ich, offiziell als Sniper. Auch wenn es eigentlich nicht seine Aufgabe ist. Beziehungsweise er ist halt eigentlich ein defensiver Held, aber wenn man entsprechend ein bisschen spielt, dann geht es offensiv auch einigermaßen gut. Weil man mit ihm recht mobil ist. Da war ein Junkrat. Ah. Und irgendjemand nimmt ihn gerade mal einen Punkt hier. Ist toll. Vor allem, ich hab kein Leben mehr. Aber es geht auch so. Ach, geil. Ach, super. Das war eine schöne Runde. Wobei, ein bisschen flott vielleicht. Goldmedaillen sind auch geschmolzen. Schade. So richtig was Sinnvolles gemacht habe ich auch nicht, ne? Hi. Wusch. Ah. Ja, die war schon okay. Frau Waker. Nee, die Maker. Widow Maker, nicht Middle Waker. Also wie viele hat die gerade getroffen? Zwei. So highlightiv war das jetzt auch nicht. Fünf Solo-Kills, ja. Mach das alles nicht für den Ruhm. Ja, hier komm. Was auch immer killt als Aufklärer, genau. Achso, Aufklärer ist, wenn er durch die Gegend latscht, ne? Das ist schon okay. Ist echt nicht so geil. Mit ihm hätten wir ein bisschen mehr machen können. Ich bin zu oft gestorben mit ihm. Ich muss mit ihm noch ein bisschen mobiler werden in der Form. Da bin ich zu oft gestorben. So, verlasse Match. Ja, schön und gut. Mit ihm muss ich auch noch mal ein bisschen lernen, wie man spielt mit Saria. Weil sie kann ziemlich stark sein. Ist halt ein bisschen schwieriger zu spielen. Mit dem ganzen Schild und wann sie genau Schaden macht und sowas. Habe ich aber schon einige Teams gesehen, wo da gut mitgespielt wurde und entsprechend war das doch ziemlich nervig, sagen wir es mal so. Und wenn jemand nervig ist, dann ist er meistens gut. Weil das heißt, dass der einen halt ernsthaft aufhält oder halt ernsthaft an seiner Aufgabe stört. Mit ihr habe ich relativ wenig gespielt die letzten Tage, beziehungsweise die letzten ein, zwei Wochen. Ich werde nochmal probieren. Bei Verteidigung an sich würde ich bei Verteidigung mittlerweile fast am ehesten Roadhog wählen. Wobei auf Watchpoint Gibraltar ist so ein Reinhardt auch immer ganz nett, finde ich. Er ist auch... Ah, ich habe mich vertan. So. So rum wird ein Schuh draus. Mhm. Jeder Tod bedeutet eh. Was haben wir denn jetzt? Ein Hanzo, ein Roadhog, ein Reaper, eine Mercy, einen Torbjörn und eine Widowmaker. Das heißt, zweimal Sniper, also ich ziehe mich mal als Sniper. Einmal Heilung, der Roadhog kann sich auch selbst heilen. Hier, Geschützmann und Damage Dealer. Ja, ist okay, kann funktionieren. Kann gut funktionieren, sieht gut aus. Sieht tatsächlich ganz gut aus. Hallo. Und dann hängt es letztendlich davon ab, wie gut das Team spielt. Ich habe letztens auch mal gegen ein Team gespielt, was komplett aus den gleichen Helden bestanden hat wie das eigene Team. Doch hat uns aber das gegnerische Team komplett platt gemacht. Also das scheint, oder das ist logischerweise, na, also sehr logischerweise, wer hätte es gedacht. Es hängt zwar viel von den Helden ab, die man da wählt,
Aber es ist nicht das Einzige, was quasi wichtig ist, sondern dann letztendlich auch, wie man spielt. Es mag überraschen, aber so ist das. So, was haben wir denn da? Schönerweise kann man das dann halt schon vorher sehen, ne, was die da haben. Ja, geht super. Die haben einen Roadhog und einen Junk... wie heißt der? Reinhard. Namen sind immer so mein... Ich vergesse Namen unheimlich schnell, beziehungsweise... Ich vergesse sie nicht, aber ne, sie entfallen mir doch sehr schnell. Was inhaltlich wahrscheinlich aufs Gleiche rauskommt. Hi! Ich sehe doch alles. Ich kann alleine nur auch nichts machen hier, das ist das Doofe. Ah, haha. Haha. Haha, ich lebe noch. Ja, ich weiß. Ich merk's. Hat super nicht funktioniert. Verdammt. Autsch. Ich bin tot. Das ist halt das Problem, was ich dann habe. Ich kann alleine die Fracht nicht aufhalten. Beziehungsweise ich kann mich nicht auf die Fracht stellen, weil ich dann ein sehr leichtes Ziel bin. Er ist wieder einer von den Leuten, die nur 200 Leben haben und deswegen relativ schnell kaputt gemacht werden können. Und gerade der alleine bringt es dann nicht auf der Karre drauf. Ja, das heißt, da muss ich mich da gar nicht hinstellen, weil dann ich kann eh nichts aufhalten. Und bevor ich dann sterbe und dann wieder komplett sonst wo hin muss, dann lasse ich das eigentlich lieber sein. Normalerweise. Na? Der hat sich jetzt wieder geheilt hier, Sauerei. Ah, meine Ult. Ah, puh. Ah, ich hätte meine Ult jetzt reinsetzen wollen. Jetzt gerade mal bereit. Das ist ja auch mal was mit Treffe hier. Das geht nämlich mit auf der Map einigermaßen gut. So eine Payload-Geschichte ist eigentlich immer ganz cool, wenn man da seine Ult zum Aufräumen hat, so ein bisschen. Und wenn man die dann halt nur von der Stelle da wegschubst. Ne, mal so gesehen. Die hat einigermaßen viel Dauer, in der die quasi aktiv ist. Dass man da zumindest den Zeitpunkt lang den Punkt nicht wirklich besetzt hat. Beziehungsweise die Stelle da. Ja? Eine Person? Okay, das Rad wurde abgeschossen. Sehr gut. Okay, das war okay. Na, Kollege? Okay, der ist weg mittlerweile da oben. Kommt dort unten einfach rein. Reinhard, sterben. So, dankeschön. Oben haben wir ein Bestchen stehen, ne? Wie man sehr... Nee, war das ein Bestchen? Ich weiß nicht. Zumindest kann man was hören. Da. Ach, da unten kommt jemand. Ja. Ich muss mit ihm trotzdem halt noch ein bisschen üben, ne? Man merkt es vielleicht. Der Pfeil hat eine gewisse Dauer, mit der der Pfeil logischerweise fliegt. Das heißt, man muss auch ein bisschen vorzielen, solchen ganzen Krams machen. Bin ich von Ferrier so ein bisschen gewohnt, sag ich mal. Ah, hey. Jetzt ist da keiner, ne? Oh ja, Dings ist sehr gut. Eine Rüstung, das heißt 75 Rüstung. Wenn Torbjörn da seinen Krams gesammelt hat, ist das sehr, sehr angenehm. Ja, er nervt sich selber. Da einfach dann in Deckung gehen, ne? Bei der Ult. Haben mittlerweile auch mehr Leute drauf, habe ich den Eindruck. Haben mittlerweile mehr gelehrt. Und geht mittlerweile doch ein bisschen besser, beziehungsweise gefühlt sterben weniger Leute, obwohl das ja eigentlich stärker gemacht wurde. Autsch, ne, ich will nicht. Ja, danke für die Heilung, wer auch immer das war. Das war super. Das war sehr gut. Au, ich bin tot. Ah, doch nicht tot. Oh ja, das war gut. Das war super. So mag ich meine Mercy. Mit ein bisschen Kartoffelpüree in den Haaren oder so. Das war eine Metapher gerade. Ne? Also es war nicht ganz ernst gemeint. Man kann auch Magerquark nehmen, wobei das schon wieder gesund wäre. So. Schön. Ich habe nur zu wenig Leben. Also, so allgemein gesprochen. Ist ja irgendwo Leben? Hallo? Ne. Da kenne ich bei den Maps noch nicht... Dankeschön. Bei den Maps weiß ich noch nicht immer alles automatisch, wo jetzt genau was ist. Oh, wie gesagt, wenn man auf den Boden zieht vorher, dieses Aufteilen macht es dann noch sehr stark stellenweise. Das hast du dich dran.
Warst du dich dran? Das war nicht zu dicht dran. Ah, gegen die Wand. Ja. Ah, das Rad wird mittlerweile auch öfter abgeschossen, aber nicht immer anscheinend. Aber es ist schön, dass die Leute feststellen, hey, so eine Ulti kann man auch unterbrechen. Das geht auch anders. Da muss man nicht immer sterben bei, ne? Man muss halt nur früh genug sehen. Das Rad hat, glaube ich, 100 Lebenspunkte, glaube ich, nur. Das kann man theoretisch mit einem gezielten Schuss beseitigen. Man muss es halt nur treffen. Das ist das Problem. Und ich glaube, es sind sogar noch weniger als 100. Zumindest sind es wenig Lebenspunkte. Theoretisch könnte man das schnell kaputt machen. So. Da steht ein Bestien dahinter. Hallo? Ach, da oben. Ach nee, nichts nerven hier. Nichts nerven. Hi. Ach, Tracer, hier komm. Da oben ist er. Ey, ich würde sie gerne treffen. Ah, schade. Ah, das ist ein Gegner, ne? Ist immer schön, wenn man das nicht so ganz schnallt. Oder nicht offensichtlich ist. So, siehst du. Ach, mit dem. Das war wieder einer von den Dingensfallen. Von den Mehrfach-Aufteilpfeilen. Nennen wir sie mal so. Das war eine sehr vergeigte Ult. Der Drache sieht euch. So, das ist schön, echt mit dem Sehen, das ist super. Muss ich ja mal feststellen. Ja, hat nichts getroffen. Ah, Sir! Schade, okay. Ich wollte eigentlich den McCree da hinten weg machen, weil der hat sich schon so aufgestellt, als ob er gleich seine Ult machen wollte. Das heißt, er stand an einem sehr offensiven Platz oder an einem Platz, wo er möglichst viel überblicken kann. Meistens ist das schon mal ein gutes Zeichen, dass er gleich was machen wird. Und das heißt, man kann ihn dann schon mal ein bisschen genauer ins Visier nehmen. Sagen wir es mal so. Sollte man zumindest. Habe ich mittlerweile die Erfahrung gemacht. Heißt nicht, dass ich eine Ahnung habe, ne? Aber so kam mir das zumindest zuletzt vor. So. Oh, das war gut. Ich kann das doch nicht alleine. Ja. Ah, schade. Schade. Sechsmal gestorben, ist ja 14 Eliminierung. Bei, wobei die Kills sind nicht nur Kills, die man komplett alleine gemacht hat. Ich glaube, das, was bei Eliminierung steht, sind die, wo man quasi den letzten Schuss gehabt hat. So habe ich das verstanden bisher. Man kriegt öfter mal Credits für, wenn man irgendwo mitgeholfen hat, aber letztendlich die Eliminierung in der Form sind halt die, die man komplett selbst gemacht hat. Ja. So. Na, zielen. So, bitteschön. Die Ult speichern wir gerade mal ein bisschen auf diesmal. Weil ich dann auch den Hinweg schon ein bisschen aufräumen könnte. Na, wo ist er? Hallo? Okay. Das war schlecht. Ja. Der hat noch 3 Minuten Zeit, das da hinzuschieben. Es klingt erstmal viel, aber das kann, gerade am Ende kann das hier sehr umkämpft werden. Wobei wir auch, na gut, wir haben einen Tank. Ja. Doch, das Team ist immer noch in Ordnung. 2 Tanks haben wir. Wir haben nur leider keine Heilung. Sehr leider. Der eine Tank kann sich, also der, ne, der Roadhog kann sich halt selbst heilen, aber das ist, an sich ist es noch nicht so geil. Ja, das hätte er sich so gewünscht. Das hätte er sich so gewünscht. Okay, so viel dazu. Das hat noch nicht so ganz funktioniert gehabt. Beziehungsweise die Ult war ein bisschen vergeigt. Sonst ist hier aber niemand. Der ein bisschen weiter nervt. Das war komplett überall. Hi. Autsch, ich sterbe. Ja. Ach ja, die Ult von Roadhog, die ist super. Die ist vor allem aber in der Form gut, dass man damit Leute stunnen kann. Der macht zwar auch ein bisschen Schaden, aber letztendlich wichtiger ist letztendlich der Effekt, dass man damit Leute wegschubsen kann. Damit kann man dann Leute in den Abgrund schubsen oder man kann die halt an eine Wand nageln und die können derzeit halt nicht schießen. Solchen Quatsch halt. Das ist eigentlich so der interessantere Teil, sag ich mal. Das ging verdammt schnell. Wo kam der denn her? Von oben? Ach Gottchen. Das heißt, ja, die haben gewonnen. Ja, ist okay. Haben so gut gemacht, würde ich sagen. War okay. Ich habe ein bisschen nachgelassen. Ja, das war gut. Highlight des Spiels.
Hat war schon in Ordnung, haben sie verdient. Das war zuletzt jetzt. Ja, das war auch von oben da reingefallen. Das war so kurz, dass das niemand gesehen hat, glaube ich. 3 Kills einfach mal komplett. Ja, hat geholfen, das auf jeden Fall. Hohoho. Ja. Ja, was will ich? Komm, gib her. War gut. So, und raus aus dem Match. Und damit ist die Folge für heute auch zu Ende. Hier bei Overwatch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.